Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal, mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute 7 verschiedene Blindbags, Blindboxen und Mashems mitgebracht und gemeinsam mit meiner Assistentin Hello Kitty schauen wir mal nach, was sich heute hier drin so versteckt. Also ihr seht schon, wir fangen heute mal an mit einer Funko Pop Mystery Minis Blindbox und zwar Disney Frozen. Hinten drauf sind die verschiedenen Figuren, die man so bekommen kann. Ja, und eine dieser Figuren wird hier drin sein. Also los geht's, ich probiere die Box mal hier unten zu öffnen. Und wie gesagt, da drin ist ein super tolles Spielzeug. Wir haben aber auch noch viel mehr. Wir haben noch eine weitere Funko Pop Mystery Minis Box. Wir haben Dory, wir haben ein Masha und the Bear Blindbag. Aber wir haben auch Hot Wheels. Also es wird spannend, bleibt dabei. Wir gucken mal nach, was wir alles bekommen. Ich bin schon gespannt. So, was haben wir hier? Wir haben eine Figur, ich kann sie schon ertasten und hey, na klar, jeder der Disney Frozen, also die Eiskönigin kennt, kennt auch diese Figur, das ist nämlich Prinzessin Anna. Ja, definitiv Prinzessin Anna. Ich drehe sie mal so ein bisschen, dass ihr alles schön sehen könnt, also wirklich eine tolle Figur, sieht super mega süß aus, oder? Schaut euch mal die Sommersprossen an im Gesicht. Ja, hallo Kitty, da wirst du neidisch, hä? Okay, ich packe sie mal beiseite, denn wir haben noch viel, viel mehr. Ja, ich möchte gemeinsam mit euch jetzt vielleicht mal hier in dieses Blindbag schauen. Und das sind nämlich Hot Wheels Mystery Models. Also, da haben wir schon einige von gehabt. Das kennt ihr vielleicht. Da drinnen sind kleine Hot Wheels, kleine Autos. Ja, und auch hier, das kennt ihr schon, machen wir wieder mal auf und gucken rein. Und was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein kleines Auto, ein Hot Wheel, was aussieht wiederum wie ein Dinosaurier, wie T-Rex. Kann das sein? Hinten so der Schwanz, vorne so ein Kopf. Okay, ist auch mal sehr interessant. Sowas haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, tolle Figur, oder Hello Kitty? Okay, wir gucken mal. Wir haben noch viel, viel mehr. Zum Beispiel diese Kapsel hier. Genau, das ist nämlich Paw Patrol. Ein Mashem von Paw Patrol. Und ihr wisst ja, dass ich super Fans von den Mashems bin. Also, das sind immer tolle Figuren in der Regel. Und insbesondere von Paw Patrol Mashems. Und heute haben wir... Na, das sieht aus wie Chase. Na klar, der Polizeihund Chase. Mit seiner tollen, süßen Polizeiuniform. Schaut euch die mal an. Wow. Okay, wir drücken mal so ein bisschen dran rum. Super weich, super squishy. Ich zeige ihn von allen Seiten. Wow. Also, wer von euch möchte da mal Polizist werden? Das täte mich auch mal interessieren. Dann habt ihr vielleicht auch so einen Polizeihund. So, also wir ziehen mal so ein bisschen an den Ohren. Naja, ich mache das mal nicht so dolle. Das mag der, glaube ich, nicht. Und ja, wir können die Figur mal beiseite packen. Denn wir haben noch viel, viel mehr hier im Hintergrund. Das seht ihr schon. Wir haben zum Beispiel hier noch so ein Blindbag. Genau, das ist Masha und der Bär. Es gibt 12 verschiedene Figuren von Masha, die man hier bekommen kann. Mal schauen, welche wir heute bekommen. Hier hinten drauf sind die alle abgebildet. Und genau, haltet euch fest, es wird spannend. Ja, das ist unsere Masha-Figur. Masha macht hier Musik mit einer Triangel. Hier hinten drauf kann man sie auch sehen. Dort ist sie abgebildet. Ja, habt ihr auch schon mal Musik gemacht? Könnt ihr mit einer Triangel Musik machen? Habt ihr in der Schule vielleicht oder im Kindergarten mit einer Triangel gespielt? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Tolles Musikinstrument, sollte man können und auf jeden Fall Masha, super schön mit den grünen Augen übrigens. Sehr, sehr cool. So, wir haben noch 2 weitere Sachen. Wir haben zum Beispiel so eine Blindbox, das sind hier Funko Pop Mystery Minis und ja, das ist nicht Disney Frozen, nicht Eiskönigin, was wir gerade eben haben, sondern das sind, naja, das sind so allgemein Disney-Figuren drin, das alle so von Mickey Mouse über Winnie Pooh, über diverse Figuren von der Monster-Universität, über Tinkerbell, die böse Königin, ihr habt es gerade hinten drauf gesehen. Also gibt es wirklich viele verschiedene Figuren und die wiederum auch in unterschiedlichen Varianten. Ich bin schon mal gespannt, wer heute alles so dabei ist. Also los geht's, wir schauen mal nach, was sich hier in dieser schwarzen Tüte versteckt. Da sollte nämlich unsere Funko Pop Mystery Minis Disney-Figur sein. Okay. Und es ist Tinkerbell, genau, wir haben Tinkerbell. Super süß, super schön. Guckt euch mal den riesengroßen Kopf an. Total interessant, hinten die kleinen Flügelchen. Ob die zum Fliegen reichen, das weiß ich nicht. Viel zu kurze Flügel, oh, 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 oh. Aber auf jeden Fall mega cool, oder? Wie gefällt euch das denn? Also bis jetzt ist das meine Lieblingsfigur. Aber wir haben natürlich noch mehr hier im Hintergrund. Wir haben zumindest noch ein Mashem und in dieses Mashem von Findet Dory. Da möchte ich mit euch jetzt schon noch reinschauen. Denn ihr wollt bestimmt auch wissen, was hier drin ist. Zumindest wenn ihr den Film gesehen habt, Findet Dory. Ich bin mir sicher, einige von euch haben den Film gesehen, denn der Film ist schon gar nicht mehr so neu, schon so ein bisschen älter mittlerweile. Und es ist natürlich Hank, der 7-armige Oktopus. Hey Hank, wie geht's dir denn heute? Ha? Cool, oder? Also Leute, was hat euch am besten gefallen? Was war euer Lieblingsspielzeug für heute? Schreibt es mir in die Kommentare. Mir hat das Hot Wheel ganz gut gefallen, das Mystery Models Blindbag, aber auch die Funko Pop Mystery Minis Blindbox mit der Disney Frozen Figur Anna.
Was hat euch am besten gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den UI-Kanal auch abonniert. Denn wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Also bis dahin, tschüss!